Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy 15. Nachdem wir das letzte Mal ja hier in dieser lustigen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, naja, jedenfalls dem Weg da folgend sozusagen einen Zeitauftrag gemacht haben. Und da ist mir gerade mal eingefallen, ja, da ging ja ein Weg runter, den ich eigentlich mal genauer betrachten möchte. Genauer, meine ich. Genauer betrachten. Ich kann schon wieder echt gut Deutsch sprechen, ne? Denn da war doch eine Schlucht, wo wir reingelaufen sind. Das ist natürlich jetzt schön, das in der Nacht wiederzufinden. Müssen wir mal gucken. Ja, wir sind schon mal sehr nah. Das war... Muss ich dem Weg folgen? Ich weiß es gar nicht. Kann sogar sein. Ich will bloß mal ganz kurz schauen. Und dann haben wir vielleicht Glück und finden hier sogar noch was. Denn ich war ja noch nie. Ich bin jetzt bloß einen halben Weg reingelaufen, habe die Zeitauftragspäße hier mitgemacht und dann war es auch schon wieder vorbei, weil das so ein mega langer Kampf war gegen die Super Kürz des Todes. Ich hasse Kürzen im Spiel, die sind einfach so OP. Siehst du, ich habe mich ja gar nicht wieder zurückgerüstet. Speer erstmal, Trainierlanze. Dann haben wir hier. Weiß ich nicht, was ich da hatte. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube irgendwie. Hier sowas. Und was ist denn eigentlich ein Runenring? Was macht denn der? Achso. Ja, was haben wir denn noch? Heliodor-Armband. Ne, ist alles bloß Stärke. Mal noch Heros und. Ach scheiße, Orakel lasse ich jetzt. Ein bisschen Magieschutz kann nicht schaden. Was gibt's denn hier Lustiges? Ah, Kurz. Guten Tag. Ja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Oh, hier gibt's so viele Items. Oh, das war's. Okay. Na, das geht ja gut los. Muss ich mal ganz kurz raus. Dankeschön. So. Und wenn die jetzt irgendwas Starkes hätte, um da reinzuballern. Weiß gar nicht. Macht denn das hier so? Nee, nicht wirklich. Ah, oh, wo kam der denn her? Ich habe in dem Moment gerade 4 gedrückt eigentlich. Oh, dass sie immer so viel Magie benutzen müssen. Es ist so widerlich. Ups, Entschuldigung. Wollte eigentlich gar nicht. Muss ich mal gerade ein bisschen auseinanderziehen. Und mal hoffen, dass nicht alle mitkommen. Macht Eier, Jungs. Und bitte einmal zurück das Ganze. Oh, hab sogar beide getroffen. Auch nicht schlecht. Und bitteschön. So, warte mal. Elementaura. Ich muss eigentlich mal gucken, ne, ob ich schon wieder was Neues lernen muss. Und. Schild des Königs gleich hinterher. Oh, das war jetzt ein blödes Ziel. Gerade einer, der ruht. Naja, egal. Jetzt halt nicht mehr. So, dann gucken wir mal. Eigentlich muss ich mal hier wegen. Welches Level haben die jetzt schon? Ausgelevelt. Okay, Elementaura muss schon ein bisschen ziehen, aber Gladiolus ist ausgelevelt, das heißt, wir können da eigentlich mal eine neue Fertigkeit erlernen. Kommandos. Steigender Impuls. Ein mächtiger Flächenangriff, der... Okay. Wow, 72. Mega teuer. Aber hey, ist das Letzte, was wir bei ihm leveln müssen. Dann sind wir durch. Halt. Blöd bloß, dass das hier so ein... Was mache ich denn? Dass das so ein Dreier-Ding ist. Aber hat nur 2 Stufen, da passt ja. So. Und bitteschön. Oh, schön, der ist tot. Oh, wirklich? Aber es ist cool, dass man die mit Wabangriffen quasi immer umhauen kann. Wow. Ah, schön. Überraschungskombo, obwohl ich ihn gar nicht angegriffen habe. Aber okay. Hat es gerade nicht funktioniert, aber okay. So, warte mal. Steigender Impuls. Mal gucken. Hm. Hab zwar nichts gesehen, aber war bestimmt cool. So. Mal wieder ein Curl-Schnurrhaar. Warum auch nicht?
Aber immerhin gibt es noch mal ein paar Items. Vielleicht finde ich ja hier noch mal eine Waffe oder sowas. Kann ja sein. Oh, gut. Naja, komm, das muss ein bisschen leveln. Spammen wir das einfach mal weiter. Und der ist tot. Ja, ja. Ist schon böse, wenn man Maximalschaden raushaut. Ah, die geben auch echt gut XP, die Kurz. Ne? Gut so. Also, nochmal einmal hier ganz nach hinten rein. Ob da noch was war. Mondanhänger. Riesenvogelfeder. Mehr ist hier nicht. Das ist schade. Wobei das eigentlich sowas ist, wo man sagen könnte, hier könnte mal irgendwann in DLC reinkommen. Meine, man müsste dafür bloß einen Stein wegbewegen. Und schon hast du ein neues Gebiet. Oder vielleicht war da sogar mal eins gedacht. Oder vielleicht kommt man da auch irgendwie rein. Naja, warum nicht? Hauptsache, er ist tot, bevor er im Prinzip schon oben ist. Böse sicher. Ganz böse sicher. So, hier waren aber noch mehr Items, glaube ich. Auf dem Weg hier nach hinten. Da waren da, glaube ich, drei, habe ich insgesamt gesehen. Genau, hier ist noch was. Ja, gut. Nichts von Belangen. Aber ansonsten schade. Hätte ich mir mehr erhofft. Aber zumindest haben wir es ausgekundschaftet. So. Dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir zurück nach Lestalum kommen. Liegen schon wieder so Sachen rum, da muss man einfach nochmal anhalten. Absteigen. Danke. Huch. Ja, gut, Sandstein. Ey, diese Belohnungen, ja, immer noch. Man ist ja quasi in einem Halb-Endgame-Gebiet und bekommt immer noch sowas wie einen Sandstein. Super. Aber na gut. Ist halt ein Scumbag-Spiel. Sabine Final Fantasy 10.2 hier, wo man Phönixfedern im Kapitel 5 bekommt aus irgendwelchen Kisten. Super. Wobei man die da auch braucht, wenn man nicht weiß, was man da tut, aber das ist ja was anderes. Man weiß natürlich immer, was man tut, deswegen braucht man keine Phönixfeder. Laber nicht, müssen wir gar nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Schnellreise nach Lestalum. Und zwar Aufgabenziel. Genau, ja. Snare Ich und Induska sollte also nicht so eine lange Ladezeit werden, hoffe ich jetzt mal. Maximal 20 Sekunden oder so. Oder? Ja, oder es ist eine ganze Minute. Kann natürlich auch sein. Ich frage mich ja auch immer noch, wie das ist mit den Basenbrüchen. Ne? Mir fehlt ja eigentlich noch mal mindestens ein Basenbruch. Wenn nicht gar noch zwei. Ich hatte schon mal durchgezählt. Ja, eigentlich wird es Zeit, ne? Aber ich habe ja auch von Sydney noch keine neuen Missionen bekommen diesbezüglich. Überhaupt. Also jetzt auch nicht allgemein für die Regalia. Und überhaupt, so langsam gehen uns sowieso die Nebenmissionen aus. Wir können zwar noch einiges an Jagdmissionen machen, aber an Nebenmissionen an sich wird das Eis langsam dann doch mal dünn. Aber naja, die Jagdmission machen wir auf jeden Fall noch. Mal gucken, ob da noch was Interessantes kommt, wenn man dann so das meiste weg hat, bei den hohen Rängen dann. Aber wenn ich schon sehe, dass man hier zum Beispiel einen Adamantheimer besiegen muss, der durchaus ein hohes Level hat. Gut, fangen wir bei Wüf an. Dem alten Foto-Homie. Mal gucken, ob der was Neues für mich hat oder ob es das gewesen sein soll. Ah,
Hier ist das Foto und es ladet, also es ist gerade schwarz. Jetzt habt ihr bitte nicht aufgehangen, Spiel. Hallo, 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 hallo. Ah, finally. Okay. Kann mal ein paar Stunden laden. Ist okay, ist okay. Ja, nehmen wir mal mit. Eigentlich ist hier der Shader übelst kaputt bei dem kleinen Foto. Beim großen ist es da. Ah, komisch.素晴らしい。大スクープだろ。雑誌にはのせられないね。子供の読者にはちょっと刺激が強すぎる。それに絵に宿った悪霊なんだろ。だったらこの写真にも宿ってるかもしれない。この危ない一枚は僕が厳重に保管しておく。せっかく撮ったのに。代わりに報酬は感謝の気持ちを込めて Bitter nötig, immerhin sind wir total money broke. Ah, 5000, da kann ich drauf verzichten. Das habe ich nicht unbedingt notwendig, nötig. Und, oh, 25.000. Naja, läuft. Aber das war die letzte Mission, ne? Okay. Zumindest vorerst. Wahrscheinlich taucht das dann irgendwann nochmal auf oder bei einem höheren Level oder sowas. Könnte ich mir auch vorstellen. So, dann dürfen wir noch mal kurz zu Holly hochlaufen und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir noch eine schöne Jagdmission haben oder ob Holly uns noch was gibt. Eins von beiden haben wir auf jeden Fall noch einen Erfolg. Ich glaube nicht, dass Holly uns jetzt hier 20 Minuten lang in Urlaub kauen wird. Bei den Jagdmissionen können wir auch gleich annehmen. Hast du was? Klappe. Hast du was? Oh ja, der hat einiges. Oh, der ist neu. Xineres Hilfgesuch. Gaki Masera im Kraftwerk. Oh, das ist sogar ganz in der Nähe. Dann machen wir das gleich. Ja, zum Glück haben wir ja gerade Nacht. Und Gaki Masera sind recht entspannt. Da wir jetzt hier Anti-Sicherwaffen haben, sind das Jagdmissionen, die dann doch recht gediegen vonstatten gehen. Da kann man einfach mal reinballern, 8 Dinger töten und dann ist man fertig. Mache ich die Mission dann lieber gleich zuerst? Besser ist, ne? Komme ich da überhaupt rein einfach so? Weiß ich gar nicht. Ah ja, Untersuchung. Ah ja, Kraftwerk betreten, in Ordnung. Okay, okay. Kommt man da nur rein, wenn man die Mission macht oder wie ist das überhaupt? Habe ich vorher noch nie getestet, so richtig. Eingehend. Beim Fahrstuhl? Die war ich noch nie drin. Was passiert hier? Wo bin ich denn jetzt? Also ich meine, ich hätte da jetzt einfach rausgehen können. Ich weiß. Ich sehe die Mission, dass sie tiefer ist, aber... Wenn man hier hoch kann, will ich auch hier hoch und zumindest mal gucken, wo es denn hier hingeht. Oh, nette Aussicht, nette Aussicht. Okay. Okay. Aber sonst gibt es hier nichts außer diese nette Aussicht. Naja, wäre auch zu schön gewesen. Wäre tatsächlich mal nett gewesen, wenn man so... für seine Neugier belohnt wird. Aber okay. Na was denn nur? Weil er reingesprungen ist und nicht das Einsteigen gemacht hat, hat es einfach mal nicht funktioniert. Auch nicht schlecht. So, 3 Uhr, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Falsche Seite, okay. Achso, nee. Schön, dass man einfach zurückgesetzt wird. So, dann gucken wir mal, dass wir die lustigen Gesellen hier rausballern. Oh, mal ganz kurz weg. Ganz kurz weg.
Danke, dann halt so. Äther gestohlen. Ah, ich glaube, ich mache das mal anders. Warte mal, warte mal, warte mal. Danke. Dauert mir sonst zu lang gerade. So schnell kann es gehen. Ja, das war einfach. Es waren einfach nur viele auf engstem Raum, deswegen war das gerade mega nervig. Man hat halt keinen Platz und hat auch nicht viel gesehen, weil die so eine unheimlich hässliche Farbe für dieses Kraftwerk haben. Das muss man schon sagen. War vielleicht auch absichtlich so gewählt, dass es gerade dann die Gakimaseras waren. Aber muss schon sagen, das ist schon recht stark langsam, die Königswaffen. Die ballern ganz schön Schaden rein. War ja auch bei den Curls, ne, das war auch schon heftig. Muss man schon sagen. So, dann gehen wir noch fix zu Holly, nachdem wir noch die eine Mission schnell gemacht haben. Kacke. ちょっと反省した。なんでも引き受けすぎだよね。最近じゃ手に負えなくて回らなくて困って。それじゃ仕事になってないってやっと気づいたんだよね。私、死骸に襲われて死んだ友達がいるんだ。光を作るこの会社に入ったのはそんな子を増やしたくなかったから。じゃ死骸ダメっての？うん。思い出しちゃって。 これからはさ、できないことはできないって言うよ。それが人を守るこの仕事に責任を持つってことだからさ。本当にどうもありがとね、ハンター君。あ、忘れるとこだった。はい、俺。Hm. So, hast du eine Folgemission? Oder lässt du mich jetzt bitte in Ruhe? 10.000 Gil, schon mal ziemlich viel. Und du hast auch keine Folgemission. Okay. Hm. Okay, haben wir da noch überhaupt irgendwelche Nebenmissionen? Sag mal. Lass mal so ein bisschen hier die Weltkarte scannen. Ob ich da irgendwo ein Fragezeichen sehe. Im Prinzip sieht das alles sehr vernünftig aus. Ja, da sind wir von Nebenmissionen her eigentlich schon ziemlich gut durch, muss ich sagen. Aber irgendeine müssen wir übersehen haben, da wir ja plus 13 von... Oder hier, wir hatten ja bei der Adamantheimer-Mission, ne? Da war ja hier... Da hat uns ja einer gefehlt. Wo soll der denn bitte schön noch sein? Wir haben doch jede Nebenmission gemacht eigentlich. Ha. Huh. Na, ist mir noch so ein bisschen ein Rätsel, muss ich sagen. Vielleicht erst ein höheres Level, dass man erst da das Ganze dann hat. War da gerade eine Mission? Nee. Nee. Okay. Nö, dann keine Ahnung. Oder man kriegt die erst, wenn man irgendwie alle Basenbrüche gemacht hat, irgendwie sowas. Gibt bestimmt noch eine lustige Bedingung dazu. Jo, moin meiner. Ja, 3.500 ist halt echt ein Witz eigentlich. Aber gut, war jetzt auch nicht so schwer. Hast du noch eine gute gerade in der Nähe? Die Dingensfälle, dann irgendeinen Pass. Kälbersfelder, Umgehungsstraße, Geierkröte. Mhm. Oberwenners. Nichts mehr in der Stadt auf jeden Fall. Wir gehen mal einfach von oben durch, so wie immer. Ja, ja, du mich auch. Ach so, das war eine Nachtmission. Ach, wie doof. Ach. Ja. Also nochmal. Ich dachte, es ist eine Tagmission, aber nein, das sind ja sicher. Ja, bis zur Dunkelheit warten. Dankeschön. Und dann hätte ich gerne irgendwas noch zu essen vielleicht. Huh.
Ja, komm, Geflügelreis. Die eine Jagdmission machen wir noch, damit wir wenigstens noch irgendwas geschafft haben. Und dann muss ich mir langsam überlegen, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht dann doch erstmal das Spiel zu Ende spielen. Ich weiß es noch nicht. Weil ich noch nicht weiß, wie das Postgame gestaltet ist. Ich aber schon noch Bock habe, hier ein bisschen weiterzumachen, weil ich noch nicht so ganz... Ich habe ja noch lange nicht alles, denke ich. Also, lange nicht ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, die werde ich auch niemals finden ohne Lösungsheft, glaube ich. Zum Bleistift eben diese komischen Schatzkarten, die es da so gibt. Wo haben wir denn geparkt? Da drüben, was ist das denn? Ja, oder diese lustigen bunten Kröten, glaube ich auch nicht, dass ich jemals finden werde, da die bestimmt, ja, bösartig versteckt sind. Gott, so weit muss ich jetzt fahren? Okay. Aber zumindest, sage ich mal, die Basenbrüche würde ich gerne schon alle schaffen wollen eigentlich. Also, dass man alle Imperium-Basen zerstört sozusagen. Das wäre eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Oder lag ein Item. Na egal. Wir haben halt einige noch nicht hier. Das, die hier zum Beispiel, da müssen wir wahrscheinlich mal vorbeifahren, dann wird die bestimmt auch aktiviert. Weil die haben wir. Die haben wir auch noch nicht. Das sind, glaube ich, die beiden, die uns jetzt noch fehlen, so im Großen und Ganzen. Hier gibt es zwar auch nochmal eine, aber da weiß ich nicht. Also drei Stück gibt es noch, wo wir eigentlich nochmal hin müssten, definitiv. Zumindest würde es Sinn machen. Naja, müssen wir uns überlegen. Also beziehungsweise muss ich mir überlegen, denn ich habe jetzt so viel im Voraus aufgenommen. Das heißt, wenn ich euch jetzt frage, was ich im nächsten Mal machen soll, naja. Habe ich wahrscheinlich auch schon das Finale aufgenommen. Ich weiß es nicht. Weil ich zurzeit echt viel aufnehme, um ein bisschen Puffer mehr aufzubauen. Das Ding ist halt, es gibt halt schon noch viel zu tun, ne? Aber man weiß halt nicht, ob das so, sag mal, Sinn macht in dem Sinne. Das jetzt alles abzugrinden. Aber wenn ich bedenke, dass ich auch erst Stufe, was bin ich jetzt? 70 gleich, ne? Ich müsste jetzt eigentlich Ewigkeiten mal nicht schlafen und XP grinden ohne Ende. Damit ich hier... Wo fahren wir eigentlich gerade hin? Achso. Damit ich hier mal einen Dreifachbonus in Altesia zum Beispiel ausnutzen kann. Da würde sich der Zeitauftrag natürlich wirklich anbieten, weil die Monster, die wir da besiegen müssen, die bringen, glaube ich, alle mega gut XP. Kaktoren brachten, glaube ich, auch richtig gut XP. Heißt im Prinzip, wir schlafen erstmal eine Weile nicht. Auch wenn ich eigentlich noch, ja, das Ganze ausgrinden müsste natürlich, ne? Also hier diese Kochgeschichten von Ignis zum Beispiel habe ich ja noch nicht. Und ohne Schlaf levelt man ja auch nicht die Talente weiter. Das ist noch so ein bisschen... Ich habe vielleicht früher zu viel in... oder zu wenig in Zelten geschlafen. So. Achso, siehst du, ist ein bisschen weiter weg, ne? Hm, 200 Meter. Upsala. War schon wieder ein bisschen überfordert mit dem, mit den Sachen, die ich gleichzeitig machen wollte. Lead umstellen, lenken, beschleunigen. Traben muss man nebenbei auch noch gedrückt halten, sonst läuft der mega langsam. So. Ah, ist vielleicht Midgar Somre wieder dafür? Vielleicht? Könnten wir auch mal wieder besiegen eigentlich. Na, da rechts lag ein Item, aber es ist eh immer bloß Mist, was man hier findet.
Ne, Midgar Somre ist weg. Und bitteschön. Gut, dass ich viel gedrückt habe, aber ich kam aus dem nochmal auf Kreis. Ah, das sind wir so Gegner, die sich so oder so in die Luft sprengen. Also kann ich mir das eigentlich wieder sparen, gegen die zu kämpfen. Jo. Ah, siehst du? Sag doch, die sprengen sich so oder so in die Luft. Und das war's auch schon. Die Jagdmission, die sich selbst in die Luft sprengen, ja. Wo ist dann das Problem? Man kann ja eh nicht so einfach sterben. Oh, apropos. Was sage ich es gerade noch, ne? Und schon taucht es auf, das gute Stück. Naja, machen wir jetzt noch fix mit. Haben wir es weg. Du warst schwach gegen Sperre. Nee, gegen normale Waffen, aber du bist kein Siecher. Deswegen einmal bitte die Motoklinge 3. Ach, ich liebe diese Musik. Oh nein. Hauptsache, ich mache mehr Schaden als das Vieh mir. Haha, Opfer. Natürlich. Okay. Warum haben die eigentlich so viel Schaden gefressen? Sind die jetzt so tief gefallen oder was? Muss mal kurz schauen jetzt, was die hier drauf haben. Großschwert und Dolch, ne, super. Großschwert fix anstatt der Lanze. Ich habe immer noch kein richtig gutes Großschwert eigentlich, ne? War das schwach gegen Donner? Ja, perfekt. Was hat mich da eigentlich gerade getroffen? Okay, keine Ahnung. Ups, wollte ich gar nicht. Ah, man, ihr seht ja immer das Falsche an. So, und bitte nochmal. Und du bist tot. So. Und mal kurz eben weg. Ah, mal wieder eine Chapham-Rüstung. So, haben wir noch Marodeure? Ja. Oh, lebt immer noch einer. Man kommt halt dann nicht raus, ne? Weil der Schaden so schnell kommt, dass man nicht mehr raus warten kann. Was ist so? Warte mal, steigender Impuls. Ist er gerade ausgewichen? Achso, nee, okay. War aber eben Max Damage, I see. Ja, wird easy. Da macht eh schon nichts mehr, weil er vergiftet ist und überhaupt. Eine Riesenschlangenschuppe. Naja. Und hier liegt sogar noch mal was. Oh, eine Phönixfeder. Müsste eigentlich mal welche einkaufen. Bronzereif. Naja. Und hier lag, glaube ich, auch bloß Mist. Das war das letzte Mal schon da. Ja, Dynamo. Genau. Aber gut zu wissen, dass man die upgrinden kann. Gut, Freunde. Rufen wir mal kurz den Chocobo, dass ich hier nicht so weit laufen muss. Und dann würde ich beinahe sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Denn das ist mal wieder hier ein bisschen lang. Sonst die Folge. Mit viel Gekämpfe müssen wir jetzt durch die nächsten Folgen schlagen. Denn wie gesagt, Nebenmissionen sind soweit im Prinzip aus. Wir müssen halt nur noch ein paar Sachen finden. Also ein paar Items auch, um die Waffen abzugraden. Müssen halt eigentlich nochmal zu Sitch. Mal kurz schauen, was das noch für ein Item ist. Lauf dann auch zu Fuß hoch, ist sowieso besser. Ein Elixier. Naja, immerhin. So. Einmal wieder zurück.
Noctis? Okay, du willst hier nicht mehr? Okay, in der Stadt macht er keinen Warp. Gut zu wissen. Könnte fast ein Questgeber sein, so wie der jetzt hier rumstand. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter mit, ich weiß gar nicht, Jagdmissionen oder sowas. Genau, müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Denn hier gibt es ja gerade keine Jagdmission. Vielleicht einfach Richtung Lestalum. Oder wir gehen direkt mal da zurück, dass wir da nochmal das hier abholen, glaube ich, oder? Haben wir bei dem irgendeine Mission angenommen schon? Stachelpanzer? Ha. Huh. Megatron, Trillhorn, keine Ahnung. Kaktornadel. Apropos, kann ich eigentlich schon wieder? Ist eine gute Frage, ne? Upsala. Gibt eigentlich hier das gleiche? Ja, okay. Keine Ahnung. Ich weiß es hier nicht, wann ich das gemacht habe. Es könnte hinkommen, dass ich eigentlich schon wieder könnte. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, da muss ich nachher weiterspielen. Also, leider noch eine Folge aufnehmen und danach ist er erstmal Feierabend wieder für mich. Und deswegen mache ich das dann ein andermal weiter. Und dementsprechend verabschiede ich mich in die nächste Folge. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.